So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast 2. Beim letzten Mal haben wir mitbekommen, wie das kleine Mädchen, glaube ich jetzt, ja, sie wurde umgebracht. Ich glaube, sie sollte vergewaltigt werden, oder? Ich glaube schon. Aber sie wurde nicht vergewaltigt, sie wurde nur umgebracht, oder? Genau. So in etwa. Und jetzt sind wir wieder in der realen Welt und rennen weg vor Christen, die die ganzen komischen Ketzer hier umgebracht haben oder so. Und ja, tun wir das einfach. Es fängt übrigens gerade nebenbei an zu regnen. Also, fuck, Licht, danke. Ja, also falls ihr das hört, dann leckt mich am Arsch, ist mir scheißegal. Weil, ja, nee, echt kein Bock gerade zu warten, bis es aufhört. Sogar kein Bock. Es ist schon wieder halb eins fast. Und ich bin schon wieder müde, aber es ist scheiße warm. Schon wieder den ganzen Tag gewesen und abends auch noch. Und jetzt wird es gerade so langsam ein bisschen kühler. Und ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll, da lang nicht. Ich gehe einfach weiter da lang. Wird schon passen. Mich nach draußen oder? Ist hier nur Feuer? Ich glaube, hier ist nur Feuer. Ja, scheint so. Aber egal. Licht blendet meine Kamera zu sehr. Naja, und ihr kennt das ja. Wetter ist momentan scheiße. Entweder es ist viel zu warm oder es regnet. Also, was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Aber es regnet eh nicht so stark. Also wahrscheinlich hört ihr gar nichts davon. Von daher. Was, Lynn? Ach, hi, Lynn. You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Okay, sie ist schwanger. War ja zu erwarten, dass sie schwanger ist. Aber warum genau? Keine Ahnung. Aber das weiß sie wahrscheinlich selbst nicht so wirklich, glaube ich. Naja. Wobei sie ja gerade so gemeint hat, ja, ich will nicht, dass unser Baby stirbt. Also geht sie selbst davon aus, dass unser Baby ist. Und deswegen verwirrt es mich, dass sie. Ich habe keine Ahnung. Alles verwirrt mich. So, Video, hi. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell him what happened. We'll be okay. It's not my fault. Du. Verwirrst mich ein bisschen. Deine Konversationen sind mittlerweile ein bisschen auf falsche Situationen bezogen. Wirklich, du bist ein bisschen verwirrt im Kopf, glaube ich. Okay, wo soll ich hin? Ist die Frage. Ich meine, ich soll sie irgendwo hinbringen, aber wohin? Hm? Wohin? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich denke, wir rennen einfach jetzt da so mitten in den Sturm rein oder was auch immer das sein soll. Ich sehe jedenfalls nicht allzu viel gerade. Aber das ist okay. Blitz, warum auch nicht? We have to find shelter. As far from those places we can get. Yeah. Ja, wenn es das Wetter bis dahin nicht tötet, wäre das ganz gut, möglichst weit wegzukommen. Aber irgendwie ist das Wetter gerade nicht allzu freundlich gesinnt, habe ich so das Gefühl. Als wäre das Wetter einfach direkt gegen uns. Naja. Aber wir kommen auf jeden Fall näher an, weiß ich auch nicht was eigentlich dran, an den Mond oder was auch immer du bist. Bist du der Mond oder die Sonne? Ich weiß es nicht so genau. Es ist sehr hell, also müsste es eigentlich die Sonne sein, aber irgendwie sieht es eher aus wie ein Mond von der Form her, wisst ihr? Also nicht, dass eine Sonne nicht auch rund ist, aber... Ich habe keine Ahnung, okay. Es ist entweder... Es ist irgendwas am Himmel, okay? Ein rundes Teil am Himmel. Wie auch immer. Da komme ich nicht durch. Okay. Da komme ich nirgendwo durch. Warum versuche ich es überhaupt? Ich weiß es nicht. Hier woanders lang, meinetwegen. Ja, da gehen wir nicht rüber. Ist zu anstrengend für eine schwangere Frau, die gleich ein Kind kriegt. Falls du gleich ein Kind kriegst, ich glaube, du kriegst gleich ein Kind, bestimmt. Wäre langweilig, wenn nicht. Und dann stirbt es einfach. Na, ja, keine Ahnung. Wir müssen inside, bevor das Baby kommt. Es ist zu gefährlich. Du kannst. Wir können nicht out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus, be careful. Fuck. Ciao. Fuck. Lynn, you okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Was jetzt genau? Das Runterfallen oder deine Schwangerschaft? Du blutest schon so ein bisschen, aber das weißt du vielleicht. Weiß ich nicht. Naja, rennen wir mal weiter oder. Naja, rennen, ne? Back here. Da ist ein Bett. Leg dich hin. Ist sehr gemütlich hier. Okay. Okay. I just. It's gonna be okay.
shit! Come on! Come on! Okay, das ist ein bisschen unpassend gerade, vor allem weil wir echt nicht rennen können. Also, glaube ich. Wo auch immer ich gerade hin soll eigentlich, ne? Egal, ich folge einfach dem Weg, der nicht existiert. Ja, weiß ich. Geh weg. Oder kann ich da drunter her? Nein, kann ich nicht. Glaube ich. Ja, ich weiß, dass ich hinlegen muss, man. Jetzt hol nicht rum. Aber ich kann nichts dagegen machen, dass wir gerade nicht unbedingt uns hinlegen können. Du kannst dich gerne auf den Boden legen, aber du wirst, glaube ich, sterben, wenn du das tust. Deswegen, rennen lieber weiter. Rennen lieber weiter. Das Weib haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, das komische Böse, ne? Das haben wir echt schon ewig nicht mehr gesehen, glaube ich. Jedenfalls erinnere ich mich nicht mehr daran. Oh, da ist sie wieder. Nicht einfach auf den Boden legen, Mann! Ja, ja, Gott liebt mich bestimmt. Was soll jetzt gerade passiert? Wer war das? Fuck you! And fuck your God! Ja, ja, macht sie bestimmt gerne. Weiß ich nicht. Aber gehen wir weiter weg von ihr. Ich weiß nicht, wer da... Ist da oben jemand oder von wo kam der angeflogen? Ich habe keine Ahnung. Aber schön, dass die auch gar nicht so wirklich überrascht sind, sondern einfach das jetzt annehmen und weitergehen. Warum auch nicht, ne? Ist ja auch nichts Besonderes eigentlich. Ja, ja, ein Weg. Ich sehe ganz viele Wege. Alles gut. Geh mal geradeaus, bis es keinen Weg mehr gibt. Und bis wir hoffentlich irgendwo mal in einem Gebäude ankommen. In Sicherheit oder so. Also mehr oder weniger in Sicherheit. Ja, stimmt. Ja, das liegt daran, dass gleich der Antichrist kommt. Das liegt daran. Alles deine Schuld. Warum lässt du das Kind nicht einfach sterben? Du bist so egoistisch. Okay, es fängt gerade an zu brennen. Ich merke schon. Weg von dem Feuer. Weg von dem Feuer. Und einfach in Richtung von dem hellen Kreis da oben. Das scheint mir das Sinnvollste gerade zu sein. Als Orientierungshilfe. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was soll's. Es ist da. Also folge ich dem. Okay, da geht's auch wieder raus aus diesem Abschnitt hier, glaube ich. Ja, ja. Oh. Shit! Blake! Is it the baby? Yeah, she's coming soon! Sie? Woher weißt du, dass es eine sie ist? Ah, keine Ahnung. Aber anscheinend ist es eine sie. Vielleicht. There! The chapel! We can take shelter! Natürlich da, warum auch nicht? Irgendwo anders, ne? Unbedingt in der Kapelle muss es ja hinterher wieder sein. Naja, wir gehen dahin. Vor allem sind wir da ganz sicher in Sicherheit bei diesem Sturm hier. Der Sturm zerstört doch einfach alles. Komplett alles. Okay, das ist nur eine Statue. Ich dachte schon, da steht wieder jemand, aber nö. Ich glaube, wir sind gerade relativ sicher. Wir können auch ein bisschen schneller gehen. Ich hab mal gerade auf. Wow. Warum ist mir das nicht früher aufgefallen? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben gerade keine wirkliche Wahl anzuhalten. Wir werden so oder so sterben wahrscheinlich. Lag da gerade ein Zettel rum? Nö, kein Zettel. Ich glaube, jetzt ist aber auch gerade nicht der richtige Zeitpunkt zum Lesen. Es wäre ein bisschen sehr seltsam von der Story her, wenn wir mal eben stehen bleiben und den Zettel aufheben. Ja, ja, wir sind schon drin. Alles gut, beruhig dich. Wie gesagt, ob wir jetzt in Sicherheit sind, ist halt so eine andere Frage, aber mir egal. Dein Ernst? Gerade da drauf. Okay, meinetwegen. You need to lie down. I can't do this. You can do this. Oh God. Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. It hurts too much. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck! Fuck! Oh God! Oh God! Keep breathing! It's just killing. Push! No!
will. Lin said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? I got you again. That's the child, isn't it? My God. We've taken care of my children. But yours, I am powerless against. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Dann töten wir das Kind jetzt oder nicht? Haben wir eine Wahl? Sie ist auf jeden Fall tot. Also wie gesagt, sie wird sterben. Das wusste ich ja, das war ja logisch, aber ob das Kind jetzt auch stirbt? Vielleicht haben wir eine Auswahlmöglichkeit, vielleicht auch nicht. Aber das gibt's ja oft, dass man in Spielen so 5 Sekunden vor Ende kurz eine Entscheidungsmöglichkeit hat, damit es zwei Enden gibt. Soll das Messer nehmen? Nö. Okay, ich hab aber keine Ahnung. Gehen wir einfach mal irgendwo hin. Das Spiel wird schon sagen, was zu tun ist. Früher oder später, hoffe ich. Gleich. Gucken wir uns einfach mal an, was hier draußen so abgeht. Ja, das Wetter ist langsam wieder ein bisschen schöner. Die Musik auch. Oder so. Folgen wir mal dem Weg. Ja, jetzt wo der Sturm vorbei ist, ist es doch eigentlich ganz hübsch hier, ne? Keine Gegner, die uns töten wollen. Denke ich jetzt einfach mal erstmal. Ja, da hängt halt auch so eine Leiche rum und ein paar Fliegen, aber das ist okay. Damit kann ich leben. Sonst ich ist es doch eigentlich recht idyllisch hier. Jetzt, ne? Bisschen. Vielleicht. Auf eine sehr seltsame Art und Weise. Vielleicht aber auch einfach nur, weil wir bisher nichts anderes gewohnt waren als Tod und Verdammnis überall. Und vor allem Nacht. Langsam wird's wieder hell. Es ist wieder hell. Und, ja. Ist ein bisschen groß, ne? Oder kommt mir das so vor? Ich glaube nicht, dass mir das nur so vorkommt, irgendwie. Okay, gehen wir einfach darauf zu. Wie gesagt, es ist immer unser Ziel, in Richtung der Sonne zu gehen. Oder sämtlichen
großen roten Kreisen allgemein. Okay, ich glaube, die wird ein bisschen groß gerade. Ich glaube, wir sind tot. Oder wir sind wieder in der Schule. Das kann auch sein. Hey, Blake. Wir sind ja klein. Try to find me. I'm over here. Ja, ich versuch's ja schon. This way, Blake. Bist du hier irgendwo? Hier waren wir schon mal jedenfalls. Ja, hier, ne? Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Credits. Sehr schön. Das Kind lebt also noch und wir leben noch und beide Weiber sind tot. Und ja, gut. Gut. Und Noff hat Selbstmord begangen. Finde ich gut. Ich fand seine Bilder eh immer hässlich. Wie gesagt, also von daher stört mich das nicht allzu sehr. Aber trotzdem. Sollte ich davon jetzt irgendwas verstehen? Ich habe die Story allgemein nicht verstanden. Ich habe auch nie irgendwie versucht, sie zu verstehen. Von daher. Ich habe gehört, die Story soll gar nicht so scheiße sein. Eigentlich. Nur soll sie so erzählt worden sein, dass man sie nicht versteht, wenn man nicht alles liest und auch Sachen mit dem ersten Teil verknüpft und so weiter. Und das macht halt kein normaler Mensch beim Spielen. Und ich mit meinem krassen Durchgerusche eh nicht. Also von daher, ja, war klar, dass ich nichts verstehen würde, nicht wahr? Ich denke schon. Ja, was soll ich zum Spiel sagen? Ich habe mitbekommen, dass ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Das könnte vielleicht daran liegen, dass mir das Spiel nicht allzu sehr gefallen hat. Ja, ja, das wird es wohl hauptsächlich sein. Ja, keine Ahnung, es war halt. Ja. Ich weiß nicht mehr, woran es lag, wirklich. Es gab einfach nichts, was Spaß gemacht hat. Vielleicht ist das bei Horrorspielen normal. Ich meine, ich mag die meisten Horrorspiele nicht, die ich gespielt habe. Und das nicht, weil sie mir zu gruselig waren. Weil das hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Ich habe mich nur hin und wieder erschrocken ein bisschen, ja, aber sonst ging's, ne? Aber das Gameplay war halt so ein bisschen, ja, langweilig. Und das war es halt in Amnesia auch schon, was ich hier gespielt habe. Ich mag halt nur Survival-Horror-Spiele, also in denen man halt auch schießen kann, weil. Nicht, weil es dann weniger gruselig ist. Ich finde sogar Survival-Horror-Spiele, in denen man halt schießen kann. Meist gruseliger als solche Horrorspiele hier. Halt aus anderen Gründen als hier. Halt aus vollkommen anderen Gründen, weil hier, ja, hast du halt Angst, dass du entdeckt wirst und stirbst und so. Ja, und in Survival-Horrorspielen auch. Allerdings hast du da halt noch die Möglichkeit, dich zu wehren. Aber du hast halt begrenzte Munition und so weiter. Und deswegen willst du halt versuchen, die Gegner möglichst schnell zu töten und so. Und möglichst wenig zu verschwenden und so weiter. Und das fügt für mich halt so eine weitere Ebene des Horrors hinzu, diese Sparsamkeit, die man halt so machen muss, tun. Ich weiß es nicht, irgendwie sowas in der Art, ne? Und das kann auch fehlt für mich halt bei solchen Spielen so, aber das ist halt, ja, Geschmackssache, denke ich. Aber ich habe auch von vielen anderen gehört, dass das Spiel nicht allzu gut aufgenommen wurde von denen. Von daher ist es vielleicht auch nicht so sehr nur mein Geschmack. Also weiß ich jetzt nicht, was genau an dem Spiel so scheiße ist, aber ich mag es nicht. Können wir es dabei belassen? Ich würde sagen, denn hier sind schon die Special Thanks und das heißt meistens, dass die Credits gerade vorbeigehen und das bedeutet, ich muss nicht mehr Bullshit reden und beim nächsten Mal sehen wir uns bei irgendeinem anderen Projekt wieder, würde ich mal so sagen. Also, vielen Dank fürs Zusehen, tut mir leid, dass das Display so scheiße war und sich so lange hingezogen hat und ich so langweilig bin und ich das halbe Spiel verpasst habe, weil ich an allem vorbeigerannt bin und ich keine Atmosphäre aufgebaut habe, weil ich die ganze Zeit Bullshit rede und viel zu schnell rede und allgemein mein Kommentar eigentlich über der Dünnschiss ist, weil ich die ganze Zeit nur darüber rede, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll und so, gefühlt. Also,
Ja, und es ist warm und es regnet viel. Der Regen hat schon wieder aufgehört, glaube ich. Finde ich gut. Vielen Dank. Ciao.